Liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Uncharted. Ja, wir beide sind immer weiter vor ins Höhlensystem gedrungen. In der Folge davor mussten wir ein kniffliges Rätsel lösen. Hat was von einem Rubik's Würfel oder Rubik's Cube gehabt. Und hier stellt sich jetzt für mich die Frage, wo geht's weiter? Ich sag mal da lang. Tatsächlich, richtig. Ich war schon am Zweifeln. Und jetzt weiß ich aber auch nicht mehr. Okay, wie schaut's unter uns aus? Da ist nichts. Aber das Ding kann doch der nutzen. Ne, ich komme da gar nicht weiter. Was ist denn hier los? Okay. Ah, doch, jetzt. Alles klar. Der Nate hat was entdeckt, oder? Hey, warte. Wahrscheinlich Shoreline-Idioten. Was Erwähnenswertes von den Schlafsälen? Nichts, abgesehen von ein paar Grabsteinen mit klugen Sprüchen. Und die Grabungen am Kapitelsaal? Abgeschlossen, Ma'am. Im Nordwesten haben wir auch alles aufgegraben. Was ist mit dem südlichen Gebiet? Noch nicht. Es dauert einen Tag, den Kran dahin zu schaffen. Nadine? Dann tun Sie das. Und fangen Sie schon mal ohne Kran an. Ich werde sofort ein paar Männer hinschicken. Gut. Brave, hattest du Glück mit den Manuskripten? Können wir kurz reden? Machen Sie Meldung. Ja, Ma'am. Hast du gehört? Da ist ein kompletter Anbau unter der Kathedrale. Hab ich. Hast du ihn gesehen? Nein. Wieso? Weil nicht mehr viel übrig war, nachdem sie ihn entdeckt hatten. Meine Männer waren etwas unbekümmert. Sie sind wie 100 bewaffnete Elefanten im Porzellanladen. Aber sie haben in 2 Tagen größere Fortschritte gemacht als wir in Monaten. Fortschritte? Schutt bringt mir nichts. Okay. Okay. Danke. Ich sag Ihnen, Sie sollen dich warnen, bevor Sie den Vorschlaghammer rausholen. Oder Sie halten sich zurück, bis ich die Hinweise untersucht habe, die Sie noch nicht in die Luft gejagt haben. Nein, wir können nicht noch länger untätig rumsitzen. Bei allem Respekt. Ich glaube, ich kenne mich in diesen Dingen etwas besser aus als du. Wir haben deine Art versucht. Blödsinn. Du wolltest hier alles von Anfang an platt machen. Nein! Ich wollte das Kreuz stehlen, lange bevor es in die Auktion gelangt ist. Dieselbe Auktion, zu der ich meine Männer nicht mitnehmen durfte für den Fall der Die Auktion Fälle. War die sauberste Art, Aber das Kreuz zu bekommen. Mein Bauchgefühl habe ich auf dich gehört. Und jetzt haben wir Konkurrenz. Na, ich hatte doch nicht mit ihm gerechnet. Oder vielleicht wolltest du ihn hervorlocken. Wieso zum Teufel sollte ich das tun? Weil du glaubst, dass du ihn brauchst. Vielleicht stimmt das. Der Punkt ist, ich bin die saubere Tour leid. Ist der Schatz hier, finden wir ihn. Und wenn nicht, tja. Vielleicht soll es einfach nicht sein. Hey. Nimm's nicht persönlich. Na klar. Ich sag dir Bescheid, falls wir was finden. Naja, alles klar. Es gibt innerbetriebliche Spannungen. Rafe ist richtig angepisst. Ist auch so ein Unsympath. Halten wir uns lieber ran, bevor die den Schatz in Stücke sprengen. Oder anfangen rumzuknutschen. Hey, warte. Glaubst du, sie hatte recht? Womit? Dass Rafe dich hervorlocken wollte. Solange er nicht die Oberhand gewinnt, wen juckt's? Ist doch unwichtig. Na gut. Wo lang, liebe Leute, wo lang? Welchem Anbau die wohl gesprochen haben? Ah, hier gleich. Manchmal sieht man wirklich diese Klettersteine sehr, sehr gut. Und dann auch wieder nicht. Gut. Ich bin auf Schatzsuche. Entschuldige bitte. Ups. Echt cool, diese Kathedrale oder dieses Gewölbe, in dem wir uns hier befinden. Schaut wirklich klasse aus. Was sieht der Sam da?
nichts, was uns irgendwie weiterhilft. Ja, dann hilft uns nur das Seil weiter. Und ja, ich bin daneben gesprungen. Ne, wir sind daneben gesprungen. Alles klar, es geht weiter. Jetzt stehen wir richtig. Wo lang? Kann ja nur jetzt hier entlang weitergehen. Und dann gucken wir. Ach, jetzt kommt schon wieder so ein Gezähre, dass da keiner von beiden rauf kann, oder? Nur mit Räuberleiter. Ja, etwas zu hoch zum Springen, wenn man kein Trampolin hat. Ich aber Seile. Steht noch in meinem Garten. Ach, Mist. Halt. Das ist cool gemacht von der Grafik, wenn ihr schaut, der Schatten. Schön wär's. Wie in echt. Wo geht er hin? Ich renne ihm hinterher. Aha. Den Haken kennen wir ja schon. Oder die Halterung. Was los? Sag was. Ich weiß nicht. Von da nach da, ne, ist zu weit, oder? Oder geht's darauf? Ne. Der schaut mir da oft runter. Mal gucken. Aha, okay. Muss man so ein bisschen abseilen. Ah, hier geht's weiter. Wenn wir schön durchschwingen. Oh, am letzten Stein. Sonst wäre das eine harte Landung geworden. Oh, oh. Bringt aber gar nichts, oder? Geht ja nicht weiter. Aha. Hier? Wo lang? Wo geht's weiter? Da, alles klar. Schöner Sprung. Und da ist der Durchgang. Aber da ist der Sprung immer noch so weit, oder? Nee, da sind wir woanders. Das ist eine Kiste hier. Lass mal gucken, die Kiste. So eine gut erhaltene Kiste in einer Höhle, die schon irgendwie seit 400 Jahren... Ist egal. Wenn man sich die Kiste anschaut, die ist kaputt, aber die ist neu. Ist wie bei so Filmen. Ist auch immer irgendwelche Fehler. So. Schau mal, stehen wir gut? Aber perfekt. Wir die Kiste von unten sehen können? Nee. Der Bruder, der kommt da von alleine rauf. Was ist hier? Schauen wir kurz da rein. Verdammt. Wir nähern uns definitiv der Kathedrale. Oder dem, was übrig ist. Alles klar. Wo sind wir? Kaputte Brücke. Wo sind wir? Das ist viel raffinierter, als ich erwartet hatte. Aber echt. Dafür haben die Jahre gebraucht. Okay. Schickes Versteck für die 400 Millionen Scheine. Brücke kaputt. Uiuiui. Brücke kaputt. Kletterweg, oder? Hey. Wird schon schief gehen. Ach, das gab's auch noch nicht. Dann schauen wir uns das da oben mal an. Glück bist du nicht schwerer als die Kiste. Okay. Geschafft. Was ist der Plan? Weiß ich nicht. Arbeite noch dran. Müssen wir die Kiste irgendwo hinbringen? Können wir da klettern? Ja, ah, alles klar. Vielleicht kann ich die Kiste von hier nach hier und dann kann man da eventuell rüberschwingen. So machen wir's. Alles klar. Wir hängen unsere Seile daran. Was geht? Hoppala, falsche Seite. Da muss das Ding wieder runterschmeißen. Oh, jetzt hänge ich fest.
Da geht's. Oh, was ist hier los? Schieben wir mal ein bisschen rüber. Okay, und dann jetzt hier nochmal. Jetzt dürft's runtergehen, oder? Genau. So, und das schieben wir jetzt. Griffe hat's überall. Hier hin. Ja, sehr gut. Einmal ein Seil befestigt. Oh, ich habe es noch gar nicht befestigt. Jetzt hat. Und jetzt lassen wir uns ein bisschen ab. Dann schauen wir, ob wir das schön hochschwingen können. Das dürfte doch was werden. Liebe Leute, aufgepasst. Und Sprung und Heps. Hab's geschafft. Sehr gut, das kann ja der andere jetzt auch so nachmachen, oder? Ah, der ist sogar schon da. Perfekt. Und es geht immer tiefer hinein. Und wie kommen wir weiter? Darauf. Hier. So, wo sind wir? Ist das alles fest hier? Ja. Wenn hier nicht alles auseinanderfallen würde. Ja, so langsam kommen wir ans Ziel, glaube ich. Jedenfalls nicht an Averys Schatz, aber war wohl noch ein Test, aber eine weitere Etappe. Tja, der oh. Test heißt jetzt wohl. Wie zum Teufel kommen wir rüber? Da liegt was, das schauen wir uns mal an. Schatz, oder? Nein. Dokumente. Okay, alles klar. Das lesen wir uns dann später mal durch. Der Typ hat jedenfalls nichts Schatziges. Und weiter geht's. Dieses super sicher aussehende Holzwippending könnte helfen. Aha. Versuchen wir es. Hui. Ah, habe ich mir verschätzt. Eigentlich gedacht woanders. Und was ist das hier? Das ist so eine Art Wippe oder sowas. Und da kann man drauf. Weiß ich nicht. Alles klar. Ah. So eine Art Kran wahrscheinlich. Und nu? Komm zurück! Ich drücke ihn runter! Ah, okay. Und jetzt, wo muss ich hin? Einfach da oben schnell. Oh! Da bin ich mal schön abgestürzt. Ich drücke es runter. Ah, vielleicht muss ich... dahin. Okay. Geschafft. Okay. Gut. Wohin? Stimmt, ich sehe mich um. Cool. Cool. Ich warte einfach hier. Und nu? Wohin? Man baumelt da schön gemütlich. Okay, es geht ja nirgendwo anders hin. Außer darüber. Moment, ich kletter mal da schnell rauf und schaue, wo wir sind. Ist ja furchtbar. Das schaffe ich doch nie im Leben. Das sage ich ja. Okay. Da gibt es was zum Überlegen. Jetzt müssen wir mal langsamer angehen. Ich hänge hier. Ich will wohin? Da drüben hin. Alles klar, jetzt schwinge ich da einfach noch so ein bisschen. Das ist nicht lang genug. Nee. Okay. Was mache ich falsch? Es gibt wieder was zum Denken. Ich mache mal das Seil ein bisschen länger. Vielleicht klappt es dann. Und jetzt schaukel ich nochmal eine Runde. Nö. Oh, jetzt war ich schön hoch oben.
Aber immer noch nicht so hoch, wie es bräuchte, oder? Nee. Nee. Also da mache ich was falsch. Da muss ich mal mich gescheit umgucken. Jetzt hänge ich da leider schon am Seil. Ach, was ist denn hier? Da schaut es ja gut aus. Aha. Okay. Raffiniert. Ist gar nicht gesehen. Ach, und jetzt kommen wir. Aha, alles klar. Okay, ich habe hier ein Gewicht für die Wippe. Das schmeißen wir da drauf. Cool gemacht, auf jeden Fall. Gefällt mir schon wieder. So. Wenn wir es daneben schmeißen, müssen wir ganz von vorne anfangen. So, ich glaube, das schaut gut aus. So. Hey, wie im Zirkus. Hey, super Sprung. Ja, und das muss ich jetzt auch nochmal machen, oder? Oh, Mist. Uiuiui. Schnell, 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 schnell. Passt perfekt. Ich hab dich. So, danke. Ein weiterer. Ja, sehr gut. Lass mal gucken. Im Moment wäre mir ja. Ach, ist eingestürzt. Im Moment da komm mal her. Dass wir es mal geschafft haben. Ja, wirklich cool. Weiter geht's. Ich habe so das Gefühl, so langsam kommen wir ans Ziel. Okay. Die Statuen sind jetzt aber übertrieben. Aber echt. Schon echt nice aus. So eine hätte ich auch gern. Die nicht, aber so. Warte. Die war schon recht cool. Oder Avery war sehr, sehr langweilig. Gut. Ist ja dann doch schon sehr christlich, das Spiel, oder? Ui, da ist wieder was zu entdecken. Das ist ja optimal hier, die Tür, um die Folge zu beenden. Wenn ihr wissen wollt, was hinter der Tür ist, wie es weitergeht, dann einfach wieder reinklicken. Bis dann, ciao, servus.